Auch wenn ich mal wieder ein bisschen mal zurück, nachgucken. Also, kommt davon, wenn man nicht dazu kommt, irgendwas aufzusammeln. Jetzt ist die Frage, sind 10 Crit und 13 Tempo stärker als 17 Parry? Ich meine ja, und das eine stärker und das eine Ausdauer, das macht da auch nichts mehr. Weißt du was? Ich bin ein Vollidiot. Du sagst aber nur ja. Toll. Hat den falschen Stab an. Okay. Katzenstab genommen oder was? Ja. Aber ich glaube, das Ende wird. Es wird dich auf jeden Fall überraschen. Sieht doch schon viel besser aus. Mehr sage ich dazu am besten auch nicht. Na, was haben wir denn da? Die Schwarzfelshöhlen. Meine Lieblingskarte, Inni. Hallo, Finkel-Einhorn. Teil mal die Quest, dem Kölnischen zu laufen. Also, jetzt geht's echt langsam zu weit. Danke. Eigentlich unterstütze ich so eine Faulheit nicht, aber bloß weil es das du bist. wenigstens kommen wir jetzt durch meine Lieblings-Innis, die Kata-Innis, die mag ich eh am allerliebsten. Ach scheiße, jetzt habe ich erstmal meinen Funken verballert. Yay! Deutlich alleine, ne? Was mache ich? Alchemie-Skill. Ja. Irgendwie typisch, oder? Ja, gut, ja. Einmal, wenn für die tägliche Quest für die Stufen Alchemie gibt es Kräuterbelohnung. Die Heilung jetzt, was das ein Unterschied ist, ne? Ja, die ganze Zaubermacht, die auf so einem Stab drauf ist, die macht schon einiges aus. Und die Intelligenz? Was war das denn jetzt? Das ist dumm, ey. Das war so dumm. Zeig mir das. Darfst du keinen erzählen. Und das ist auf dem Let's Play jetzt. Gott. Die Kette ist ja schon kaputt. Oh Gott, braucht der ewig im NHC hier. Was? Entkolben. Ich steig. Oh. Nicht vergessen, Quest abgeben. Wo? Am Rand. Das sind diese Quests, die wieder automatisch aufploppen. Wir sind wieder in Kata. Ja, es ist so toll. Kata. Ja. Ey, endlich in Kata angekommen mit dem Let's Play. Wahnsinn. Ja, wir sind im Kataklysmus angekommen. Und wir haben dafür zwei Addons gebraucht, Leute. Zwei Addons. Wir haben mit MOP angefangen. Ja, das heißt, wir haben jetzt nur noch insgesamt drei Addons vor uns bis jetzt. Also wir müssen jetzt doch durch Kata durch, wir müssen dann noch durch Pandaria durch und danach sind wir schon im Warlords of Draenor und bis dahin ist Lied schon draußen. Ich wollte gerade sagen, dann können wir so Gedanken anfangen, dass wir genau noch machen müssen. Ja, die letzten 10 Level sind sowieso schon eingeplant bis Level 110. Also ich habe schon ausgerechnet, dass wir da bis zum Ende nicht mehr fertig werden. Sehr motiviert. Also du fängst an, die Folgen ein bisschen häufiger rauszuhauen. Das ist die Sache, da haben die meisten Leute nicht genügend Motivation, so häufig und frequentiert aufzunehmen. Die meisten Leute. Ja. Die meisten Leute. Ah ja, stimmt, du hast ja gar kein Pad gerade. Das heißt, wir können hier sogar runterspringen. Ja, ich pack's ohne zu pullen, runterzuspringen. Ja, ja. Ich war nur im Gedanken wieder, dass du dein Pad noch irgendwo hast, aber in dem Moment ist mir eingefallen, Moment, das ist ja geopfert. Wie praktisch, ne? Weil normalerweise muss ich hier mal erstmal alle Hunter, Hexer und andere Pet-Klassen wie Unholy Death Knights erstmal darauf hinweisen, Pets wegmachen. Weil das Desaster hat man, glaube ich, hier schon mit vielen Gruppen erlebt. Okay. Wer geht auf die linke Seite? Ich stelle mich gleich dahin. Ja. Ich mach einen als Tank.
Müssen wir also eh austauschen, oder? Das reicht. Im Harz ist das nicht nötig. Ja. Im Non-Harz ist das nicht nötig. Ja. Kette. Könnte ja echt mal langsam wieder was für mich droppen. Im Gegensatz zu WoW gibt es hier zum für Skillen und noch EP. Also ähnlich echt? Wie bei Skyrim. Ja, also ich kriege jetzt gerade für eine Herstellung so ungefähr 70 EP. Pro hergestellte Seite. Lohnt sich also. Okay, wenn man bedenkt, dass ich 177.000 für Level 31 brauche. Das ist wieder relativ. Ich hab grad alle mit Dings hochgezogen, ne? Mit Wildwuchs. Okay. Mit Dingsbums. Ja, Dingsbums. Jetzt fängst du schon an wie Anna. Ist das eine Heilerkrankheit oder was? Ja, wahrscheinlich. Die ganze Intelligenz wird in die Heilung verbraucht und der Rest Intelligenz ist so gering, dass man Dinge vergisst. Eigentlich eher vermutet, dass das eine Männerkrankheit ist. Heiler sitzen sabbernd da und... Die Kombination aus Heiler und Mann ist das wahrscheinlich. Okay, gut. Was hast du gesagt? Verjüngung, Verjüngung. Da werden wir wieder beim Thema... Ras quetscht! Packer, sag mal was Intelligentes. Was? Mann, beeil dich mal, Ras. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Alchemie fast auf 300 hochgeskillt. Ich kann aber erst mit Level 50 weiter lernen. Und ich bin Level 30. Scheiße. Okay, wo ist Feuerelementare? Die will ich beide vorher machen. Also Trox. Warum ist Trox no stupid? Wer ist erst gelevelt? Keiner von uns, ne? Nee. Ich bin noch ein bisschen weiter vom nächsten Level weg. Wahrscheinlich, auch wenn ich wahrscheinlich noch am nächsten von euch beiden dran bin. Wow, 1000er Hotcrit. Ja, brauchst du auch langsam. Ich meine, ich habe 33.000 Lebenspunkte inzwischen. So, okay. Boss, komm mal her. Es sind mal wieder Bosse, wo man sogar wieder Mechanik beachten muss. Ach, ich hab den damals, wie ich das erste Mal drin bin gewesen mit meinem Zwergkriegertank, erstmal gleich mal 3 Stacks drin stehen lassen, dass er gleich umfällt. Ja, es gab einen Erfolg, da musste man den bis auf was weiß ich wie hoch stacken lassen und dann. War das nicht bis 99 oder nee. So? Oder das, mit 99 hättest du alles gekillt, was irgendwie noch steht. Da killst du sogar Schattenpriester, die in ihrer Dispension sind. Also bei 15, glaube ich, war das irgendwie so. Ich hatte mal einen Shadow Priest im Raid, der meinte, ob er Dispension sehen soll. Und ich habe erstmal gegen das Hirn gelangt. Dispersion, mein Freund, Dispersion. Lernte deine Klasse kennen. Warum? Ja, so einfach. Die Sache ist ja auch die, nicht nur, dass er das falsch ausgesprochen hat. Warum fragt er, ob er einen defensiven Buff ziehen soll oder einen defensiven Skill? So ein bisschen. Wir waren gerade bei Xul HC, um das schwarze Loch zu sprengen. Oder wegzumachen. Mhm. Der glaube ich war auch bloß einmal dabei und dann nie wieder. Die Dispension. Ja. Die machen aber wieder mehr Schaden, die Viecher. Ja, normalerweise, also früher hat man die ja mal CC't. Gut, wir sind hier im NHC, das heißt, die Viecher lassen sich hier noch einzeln pullen. Der Hasso, der Fido und der Rex. Im HC kommen dann immer zwei mit.
Ich möchte den ganzen Tag mit dem NPC quatschen. Ich möchte mal, demnächst mal irgendwann mal eine Instanz erleben, wo keiner sagt, oh, irgendjemand hat gepult. Ich glaube, das ist so sehr, total selten geworden. Ja. Ja. Dass das mal nicht heißt, oh, irgendjemand hat gepult. So, ich bin wieder da. Oh nein, BB. Versteckt euch. Er ist wieder da. Denkt dran. Wir wissen ja jetzt, ich bin nur... Was bist du? Eine Einbildung, die ihr euch einbildet, weil ich mir einbilde, dass ihr euch mich einbildet. Mhm, ja. Genau. Würde ich auch so sagen. So, wie könnte ich sowas vergessen? Eigentlich dürfen wir aber sowas nicht nachdenken, weil dann verfallen wir einfach. Verfallen wir einfach. Oder unser Hirn explodiert. Oh, das ist viel. Oh. Nachwachsen, 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 nachwachsen. So, denn hier Kette, Zauberstab, uninteressant. Ras, quetscht! Gut. So, Chrissy, willst du kiten? Meinem Ruhebonus kann ich auch beim Wachsen zusehen. Ja. Aber als Tank kann ich die schlecht kiten. Das ist, kommt nämlich ziemlich dämlich. Was muss man hier nochmal beachten? Dass der Tank nicht die ganzen Debuffs abkriegt. RSDD, Target wechseln. Als Heiler hast du prinzipiell nichts zu beachten. Es gibt mal wieder eine Tasche. Ja. Oh, guck Schild mal, einen Hals, den du nicht gebrauchen kannst. Intelligenz, Ausdauer, Tempo, Meisterschaft. Meisterschaft! Oha, ich hab Schuhe! Ich hab Stiefel mit Tempo und Meisterschaft bekommen. Her damit. Ich hab fette Mastery gekriegt. Item Level 300 hier gleich. Tempo, Meisterschaft 300, ja. Annehmen? Ja, können wir machen. Mein Gott. Mein Gott. Die mal wieder Pistol in die Hose, Mann. So. Oh, warte, Quest aufgeben. LOL. Nicht wirklich. Jetzt ist es schon egal, welche von den beiden Instanzen, die wir gehen können, kommt. Quests kriegen wir eh keine. Aber zumindest noch die andere von den beiden. Der Thron der Gezeiten. Dürfen wir unserem guten alten Neptulon mal wieder Hallo sagen. Hast du noch keinen Meisterschaftsbuff? Nee, erst mit 81. Das war. Sollte ich bis ungefähr zum ersten Boss hinkriegen. Das ist ja einer der größten Buffs, den wir noch kriegen können, ja. Ja. Vor allem hilft der mir auch richtig. Es ist noch weniger Schaden, den ich in die Fresse krieg. Noch mehr Blockchance. Und noch mehr Heilung. Und mit mehr Blockchance habe ich auch mehr Schild des Rächers Procs. Weil ich bin gerade von den Item. Das ist gar ein extremer Buff, weißt du das? Item Level 55 auf 300. 55? 55! Du hattest noch ein Classic Item? Ja, ich habe einfach nichts bekommen. Nicht mal grünes. Also, ich meine, ich finde schon immer legendär, wenn ich es schaffe, mit keine Ahnung. 3 8-Platz-Taschen bis Level 100 zu leveln, aber das toppt alles. Ich hab nicht ein einziges Item bekommen. Für die Füße. Naja, ich hab von 155 auf 300 jetzt ein Upgrade bekommen und Tempo-Meisterschaft ist einfach das Beste, was ich kriegen kann als Tank-Parler.
Oh mein Gott, ich hätte schon fast die Stoffarmschienen vergessen, die ich ja gekriegt habe. Deine epischen. Ja, die sind 200, hallo? Die heilende Berührung ist auf jeden Fall schneller geworden. Mit der Tempo, die ich da drauf habe.